Hallo, liebe Kinder der deutschen Schule in Dubai. Mein Name ist Alexandra Soliman und ich möchte heute mit euch ein Experiment durchführen, was euch bestimmt ganz viel Spaß machen wird. So, folgende Zutaten müssen wir bereithalten: ein Glas, Backpulver, Essig, ein Löffel und ein Handschuh. So, was wir mit dem machen, seid bereit und gespannt. Oh, es kann losgehen. Ich bin schon ganz gespannt, ich hoffe ihr auch. Also, wir haben hier Essig. Diesen Essig dürft ihr vorsichtig in dieses Glas machen. Vielleicht habt ihr auch ein größeres Glas. Ich mache jetzt nicht so viel Essig. Kann auch sein, wenn man zu viel reinmacht, dass dann halt ein bisschen mehr Druck entsteht, wenn das Backpulver dazu gemischt wird. Das heißt, wir nehmen jetzt den Handschuh hier. Der ist bei mir lila, der kann alle Farben haben, das macht nichts. Am besten wäre natürlich weiß. Sage ich euch dann genau warum, weshalb. So einen halben Esslöffel Backpulver kommt jetzt in den Handschuh. Dieses Backpulver lassen wir jetzt in die Finger runter rieseln und versuchen jetzt den Handschuh vorsichtig. Ne? Da können vielleicht Mama und Papa helfen, den über dieses Glas zu stülpen. Und das muss richtig doll halten. Das muss richtig eng am Glas liegen. Seht ihr? Genau. Wenn das so ist, prima. Das darf nicht locker sein. Das muss luftdicht sein. Ne? Super. Jetzt komme ich ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr das nämlich beobachten. Was jetzt passiert ist, wenn das gemischt wird mit dem Backpulver, fängt das an zu. Was passiert da? Seht ihr das? Was passiert? Unser Handschuh! Er steht! Und wisst ihr warum? Durch das das Backpulver sich mit dem Essig vermischt, entsteht innen drin ein Gas. Das kann man sich so vorstellen wie beim Kuchenbacken. Da hat man nämlich auch Backpulver, was man in den Kuchenteig reinmachen muss, damit der Kuchen auch wächst. Weil sonst bleibt er so ein Fladen. Und das ist ja dann nicht lecker. Und das ist jetzt genau mit meinem Handschuh auch passiert. Guck mal, wie toll. Ich freue mich. Es hat geklappt. Bei Experimenten ist es das nicht immer so, dass es dann gleich klappt. Ne? Sehr schön. Ich denke, den lassen wir jetzt nicht einfach so. Wenn wir schon so eine tolle Hand haben, können wir die auch verzieren. Das heißt, wir könnten zum Beispiel, die Mädchen könnten zum Beispiel die Hand, die Fingernägel anmalen. Alle schönen Fingernägel anmalen. Genau, wir haben hier 5 Stück. Das könnt ihr da ganz toll Fingernägel anmalen. Ja? Gut. Für die Jungs, die können zum Beispiel Tattoos machen. Zum Beispiel liebt ihr Spinnen. Wie viele Beine hat eine Spinne? Wie viele Beine hat eine Spinne? Eine Seite 4, andere Seite 4. Und eine Kreuzspinne. Genau. Gesamt sind es genau 8 Beine. Also könnt ihr gut überlegen, ihr könnt auch einen Fingerring machen. Ne? Ganz toll, da könnt ihr die Farben wählen, was ihr Lust habt. Dann könnt ihr eure Hand nämlich schön verzieren mit Tattoos, Schmuck und die Nägel lackieren. Das finde ich halt toll an dieser Hand. Also ich muss schon sagen, ich habe das nicht schlecht gemacht, oder? Können wir gleich mal abklatschen. Klatsch ab, High Five! Ich denke, ich fände das noch eine gute Idee, wenn ihr
wenn ihr diese Hand gemacht habt, vielleicht auch ein kleines Video macht für eure Freunde oder für auch immer irgendjemand, der das so toll macht, weil wir sind ja auch jetzt alle Kinder der deutschen Schule oder auch in der ganzen Welt, die können alle nicht rausgehen. Aber ich muss sagen, die Kinder der deutschen Schule machen das so prima. Nochmal ein High Five an euch alle. Und ihr könnt das gerne an eure Freunde, Verwandte, Mamas, Papas, weil jeder ist da involviert und macht das so toll. High Five für euch alle. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ja, viel Spaß beim Experimentieren. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.